נחמו. Endlich ist es soweit. Manfred und Markus dürfen die Pferdekutsche besteigen. Da sitzt ja noch keiner rum, also warum soll ich mich aufsetzen? Du bist der Wichtigste. Gibt's ja nicht. Wo geht denn da auf? Ich darf schon auf. Ja, das darf ich jetzt. Ja, bitte, bitte. Ui, 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 ich bin auch wieder mau. So, da. Passt. Bitte recht freundlich. Einmal freundlich. Immer doch. Tja. Mit seinem zukünftigen Mann in einer Pferdekutsche quer durch das burgenländische Zürndorf. Genauso hat es sich Manfred erträumt. Die Pferdekutschenfahrt hat grundsätzlich genauso funktioniert, eigentlich, wie wir es sich vorgestellt haben. Wir haben natürlich befürchtet, dass die Pferde ein bisschen schneller geht als die Gäste dahinter natürlich bei der Temperatur. Aber nein, es hat tadellos funktioniert. Also Pferd war brav, hat nicht gesponnen, gar nichts, natürlich ein bisschen herumzoppelt, aber nein, perfekt. Nicht ganz so perfekt geht es weiter. Die Musik spinnt. Jetzt wird es dann gleich hängen. Schlagt es ja. Nein, da war Kratzer auf der CD. Deswegen ist das bei 1 Minute bis 1,20 immer hängen geblieben. Sitzerei. Naja. Die Rumplerei. Hab ich auch schon ein paar Jahre am Bugel. Manfred und Markus haben für ihre Traumhochzeit einen freien Zeremonienleiter engagiert. Darf ich mich setzen? Ja, du willst doch gleich. Nimm Platz. Danke. Oh. Die Kirche hat im Prinzip nichts dagegen. Wir gehen auf die Kirche auch zu. Es gibt beispielsweise Trauungen, die wollen halt, also, wo das Paar in einer Kapelle oder in einer Kirche getraut werden will. Da setzen wir uns also mit der Diözese oder mit dem jeweiligen Priester in Verbindung und sprechen einmal das aus. Und stellen also von vornherein einmal klar, dass wir da keine Sakramente in dem Sinn der Kirche spenden, sondern dass es wirklich eine sehr persönliche Trauung ist, eben eine freie Zeremonie. Am Beginn wird die Liebesgeschichte der beiden erzählt. Manfred hatte einen Einsatz für die Tierrettung. Der Betroffene war Markus. Der Hund eines Freundes, den er betreuen sollte, wurde von zwei anderen Tieren angegriffen. Ich fuhr sofort mit Blaulicht los in Richtung 20. Bezirk. Dort angekommen, kam Markus mir mit dem Hund entgegen. Ich dachte mir, der ist aber lieb. Wer? Der Markus natürlich. Ich lud den Hund ein. Aus dem Lachen wird plötzlich ein Weinen. Manfred kann seine Gefühle nicht mehr zurückhalten. Ich lud den Hund ein. Er stieg auch zu mir in die Rettung. Und ich fuhr die beiden mit Blaulicht und Vollgas in das Tierspital in den 21. Bezirk. Tränen habe ich definitiv in die Augen. Also im Gegenteil, ich habe mich sogar eigentlich zusammenreißen müssen, dass von den Tränen nicht so ein Wasserfall wird. Und das aber eigentlich am Anfang, ich habe eigentlich gedacht, dass ich, weiß ich nicht, beim Kutschen einfahren, beim Absteigen rennen wir, bei willst du ihn zum Mann nehmen, will er dich zum Mann nehmen, stecke ihm den Ring an oder sonst irgendwas. Ja. Es ist mir eigentlich ganz am Anfang schon gekommen. Da habe ich mir dann echt gedacht, so, Scheiße, auf Deutsch gesagt, ja, so, Scheiße, reiß dich zusammen, weil das Problem ist, bei mir bleibt es nicht bei Tränen. Ich kann nicht sitzen jetzt eine halbe Stunde und es tropft. Sondern sie fangen dann vorher an und dann, das geht aber mit lauten Urgeräuschen einher. Also, sie sind dann. Also, glaubt man dann, wir haben ein Begräbnis statt einer Hochzeit. Und ich habe mich dann echt zusammengerissen. Ja. Wobei man normal so Gefühle rauslassen, aber in dem Fall, ich habe es nicht machen können, weil es wäre nichts mehr geworden dann. Also, das ist dann, wenn ich es da nicht abblocke, dann habe ich es nicht mehr im Griff. Nun zu Markus. Markus haltet sich spartanisch kurz. Dafür kommt da noch was anderes. Ich liebe an Manfred am meisten die Ehrlichkeit, die Tierliebe und seinen Einfallsreichtum. Naja, vielleicht ist er manchmal rechthaberisch und etwas zickig und will halt immer das letzte Wort haben. Das gehört aber auch zu einer Beziehung und gerade weil er so ist, wie er ist, liebe ich ihn. Der Markus ist immer kurz angehalten. Wenn er nicht viel reden muss, ist es ihm lieber. Das war als Kind schon so geworden.
Tante, schick mir ein Foto. Ja. Schick mir ein Foto von dir. Schatzi, schick mir ein Foto. Ferdl aus Graz will eigentlich überhaupt nicht poltern. Das Kostüm nervt ihn und die Aufgaben, die ihm die Freunde auftragen, findet er auch nicht sonderlich lustig. Eine Ehe bedeutet fesseln. Du bist fertig vor der Du bist gefesselt, wenn du verheiratet bist. Als kleiner Vorgeschmack für das Ganze, das kriegst du eine Fessel. Danke. Glaub mir das. Deine Fessel ist nicht so schwer, als was du bei der Ehe hast. So, du gehst bitte an die Bar und bestellst eine Runde für uns alle. Danke. Ja, so, wenn er fließt, nehme ich, ich bin unschuldig, gell? Die Kugel, okay, finde ich cool, aber nur in einem Lokal, wo nur Fliesen sind. Und wenn er Fliesen hin ist, dann muss er vielleicht ich zahlen. Aber es gehört dazu. Vielleicht doch nicht gut. Eine Runde Klopfer bitte auf deine Kosten, weil du hast ja schon drinnen verhaftet. Ja, ich hoffe, es Während Ferdl seine Aufmachung hasst, findet Manuela nichts dabei, ordentlich hergerichtet zu werden. Sie gibt beim Feiern richtig Gas und hat binnen kürzester Zeit alle Habseligkeiten verkauft. Das Dirndl muss auch noch weg. Am 5. Ja. Das Dirndl. So, ich hab die Möglichkeit, dass ich das Dirndl ausziehe. Wenn jemand 50 Euro bietet, zieht sie hier jetzt das Dirndl aus. Für 50 Euro wechselt das Dirndl den Besitzer. Und wenn sie die Unterwäsche verkauft, die verkauft halt alles. Jo, ich hab die Figur dann auch, glaube ich, oder? Na, pass auf. Hey. 10 Haare mit 20 cm. Okay. Und eine Locke. Ich will ein Drahte Locke haben. Und wenn es die Arschhaare sind, ist mir scheißegal. Bitte, Herr Friseur, nehmen Sie eine Schere, machen's bisschen klapp, klapp, klapp und schneiden's die Haare mir ab. Alter Schwede. Na? Was tue ich da? Ich einfach von unten aus. Schwer. 20 cm. Oh, das tut weh. Ja, das ist ein Eintracht, da kann ich nichts machen. Ja, plötzlich wird es ungemütlich. Die Frauen wollen just in jenes Lokal, in dem auch die Burschen feiern. Was ist denn her? Ich sag um Viertel. Ist jetzt Viertel? Ja, dann mach mal einen Typ Dreher. Komm. Ja? Ist jetzt ganz stark oder was? Haben wir schon wieder ein Brett oder wie? Mein Mann war zornig, weil wir da aufgedacht sind. Also Kassel, wir sind 5 vor 12 von Day weg, wir sind um 12 Uhr da. Und wenn sie das nicht einordnen, sind sie überschuld. Dann müssen sie gehen, fertig aus. Da können wir kein Pardon. Ihr fahrt jetzt, weil wir kommen jetzt. So schaut's aus, Bulli. Ganz ehrlich, die halten sich gar nichts, weil das sind Muschis. Die sind nur stark, wenn sie saufen. Aber wenn sie nüchtern sind, sind sie Muschis. In 15 Minuten ist die standesamtliche Trauung von Simone und Peter in der Steiermark. Jetzt warten wir nur auf die Braut, gell? Ja. Nervosität steigt zwar ein bisschen, aber ich bin eigentlich sehr ruhig, Neube. Wundert mich. Perfekt. Da kann man nicht viel sagen. Ja, wenn man schaut, wer zuerst von daheim gefahren ist und jetzt, ist das schon ein kleiner Unterschied. Das ist schön. Ich habe nicht viel verändert. Nein. Das ist doch okay. Wir gehen jetzt rauf. In Standesamt.
Als erstes geht der Bräutigam mit dem Brautführer. Unter Begleitung des engsten Familienkreises möchte das Paar seine Liebe offiziell machen. Liebes Brautpaar, ich darf nun nacheinander folgende Frage an euch richten. Ich frage dich, Frau Simone Schweiger, willst du mit deinem Bräutigam, dem hier anwesenden Herrn Peter Doppelhofer, aus deinem freien Willen und deinem festen Entschluss heraus die Ehe eingehen, so antworte bitte mit Ja. Ja. Ebenso frage ich nun dich, Herr Peter Doppelhofer, willst du aus deinem freien Willen und deinem festen Entschluss heraus die Ehe eingehen, so antworte auch du mit Ja. Ja. Ich freue mich, aussprechen zu dürfen, dass ihr mit diesem Ja rechtmäßig verbundene Eheleute seid. Ja, ich habe eigentlich schon gehofft, dass sie Ja sagt. Aber es ist trotzdem eine Erleichterung, und das Ja da ist. Ach, schön. Schön ist das Gefühl, zusammen verheiratet. Oh, schön, schön, schön. Ich kann nur schön sagen. So schön wie im Traum soll es weitergehen. Doch es gibt plötzlich Widerstand. Jona, Schatz. Ich trau mich nicht. Ich will ja nicht weder. Ich spiel nichts, klar. Das ist nicht so einfach bei seinen Fingern. Ich schwitze. Der Peter, der hat leider bei seinen Ringfinger, der ist überall ein bisschen geschwollen, doch vor der Arbeit, weil er den Ausschlag alles umhat. Es ist ein bisschen schwerer gegangen, weil passen müssen dann einmal und der passt auch. Aber es ist halt ein bisschen schwerer raufgegangen. Aber jetzt. Ist jetzt im Freien. Freudentränen. Wenn die Oma so kommt und weint, da fühlt man oft schon eigentlich sehr mit. Mit den Tränen habe ich schon ein wenig das Kämpfen gehabt, ja. Aber es, das ein bisschen zurückhalten, dann passt das schon. Ja. Ich kann nicht in Tränen ausbrechen, das geht nicht. In Graz haben die Männer das Lokal gewechselt. Hier soll nun doch ein Wiedersehen mit der Frauengruppe stattfinden. Während oben die Burschen feiern, kommt es unten zum Eklat. Von der Braut, der Bruder hat im Klo eine Rauferei gehabt. Was ich jetzt so jetzt von den ganzen, also von der Chefitäten erfahren habe, ne, war es eigentlich darum, dass er im Klo eine Rauferei gehabt hat. Wie es genau war, kann ich nicht sagen, ist mir eigentlich. Wurscht. Der Braut ist es nicht wurscht. Sie will wissen, warum ihr Bruder aus dem Lokal rausgeflogen ist. Er hat zu mir gesagt, er ist auch geschupft worden. Ja. Alles. Und lass mich jetzt da. Er hat zu mir gesagt, er ist auch geschupft worden und alles. Und er ist ausgeschmissen worden und das Ganze. Und ich habe gesagt, wir sind eine geschlossene Gesellschaft. Und ich verstehe das nicht, was ich meine. Ich meine, es ist nicht bei einem. Es ist mir wurscht, wie viele Leute das seid, wie viel okay, Gesellschaft das ihr seid. Okay, passt. Für mich ist heute. Nein. Ja, die Stimmung passt, ey. Nur das bin ich schon gewohnt, dass ab und zu solche Aussetzer sind. Das ist fast jedes Mal beim Furtgehen, aber das klingt sie wieder ein und dann geht sich wieder Holadrio und Holadrio. Mit Holadrio ist heute nichts mehr. Auch ein anderes Paar hat kleine Differenzen. Wir sind jetzt auf die Männer getroffen und das war nicht gut. Aber warum nicht? Weil sie alle deppert sind. Der Ferl hat ganz blöd geschaut, der Meiniger, was seit 7 Jahren verheiratet sind, ist komplett deppert. Ich mache meine Party. Ganz ehrlich, wenn die Stress haben, dann müssen sie weitergehen. Wir machen unsere Party. Scheißegal, was sie wollen. Die Mädels haben sicher mehr Spaß als die Männer, weil die Männer sind zick. Ein kleiner Trost. Bis zur Hochzeit ist sicher wieder alles gut. Bei
Manfred und Markus im Burgenland geht die Zeremonie dem Höhepunkt entgegen. Willst du, Markus, Manfred Ehelichen, ihm treu sein in aller Liebe und Ehre, in allem Vertrauen und aller Güte, mit ihm zu leben im Band der Ehe? Ja, ich will. Manfred, sprich mir nach. Markus, ich nehme dich als meinen Ehemann. Markus, ich nehme dich als meinen Ehemann. Ich will dich lieben, achten und ehren. Ich will dich lieben, achten und ehren. Und dir stets die Treue halten. Und dir stets die Treue halten. Denn du bist meine Liebe. Denn du bist meine Liebe. Nimm Platz, bitte. Ich bin noch gesessen, ich habe den Zeremonienleiter angeschaut und mir denkt, hoffentlich vergeht die Zeit schnell. Ich muss eh nichts mehr reden, oder? Sicher. Wieso? Du musst dein Vatertagsgedicht aufsagen. Praise are my reality, the only kind of reality. Mit ihm in wahrer Liebe leben und im Frieden geborgen sein. Mit diesem Ring gelobe ich dir Einheit und Liebe. Kann ich setzen? Nein, das war's aber nicht. Haben wir wirklich einen falschen jetzt? Ja, der größere. Das Wasser, hier symbolisch dargestellt durch Wein, ist ein Symbol für die Reinheit. Ich nehme einen Schluck. Okay, weitergeben? Ja, natürlich. Ist aber normaler Wein. Mhm. Wir haben extra eine rote Bernauslese besorgt, weil keiner von uns den grauslichen Wein trinkt. Für uns ist er grauslich. Und das ist halt ein Sirsa gewesen und auf einmal war der andere drin und ich habe gleich den halberten genommen. Das Brot ist ein Symbol für die Nahrung. Nimm das, gibst jetzt immer ein Stück mit ein bisschen Salz und umgekehrt. Ein Stück, ja. Mhm. Ach, mach ich viel. Nein. Nimm das, weißt du. Ich habe noch Hunger. Wollt ihr auch was? Nein. Oh ja. Die Nadja will was. Ja. Ich feder dir auch. Was? Ich muss hier? Sie hat lieber noch einen Kuss. Ich muss hier. So, und jetzt kommt eigentlich der wichtigste Schritt der ganzen Ehe. Ihr könnt euch nun küssen. Aber muss man nicht. Ist er denn nicht? Der Herr, das macht man dann so. Nein. Da gucken wir nur weg. Das wollte ich, das haben wir gedacht, das mache ich so. Nein, das habe ich absichtlich gemacht, mein Hubert. Das wollte ich unbedingt. Ich wollte zuerst sagen, wie er gesagt hat, ja, ich will, wollte eigentlich sagen, nein. Gut, so ein Scherz. Spaßhalber, sarkastisch. Aber er hat das ein paar Mal daheim schon gesagt und da habe ich gesagt, kannst du nicht sarkastisch nein sagen. Kannst du nicht machen. Ich muss eh noch gerade noch verkniffen. Ich meine, es wäre lustig gewesen. Ich hätte lachen müssen. Wobei dann hätte die Masse wahrscheinlich noch mehr verwirrt gewesen, ja. Weil sie sich dachte, warum lacht der Trottel bloß, wenn der eigentlich nein sagt. Normal sollte er rehren. Just one, someone happy, and you will be happy too. Jetzt ist es halt einfach so, dass man wirklich irgendwie das Gefühl hat, ja, du gehst fix, für immer, unter Anführungszeichen. Natürlich kann ich es auflesen, aber das hat man ja nicht vor, sonst würde es man nicht tun. Du gehst einfach zu mir. Und das ist jetzt amtlich und offiziell und ja, es ist so richtig besiegelt irgendwie. Es fühlt sich schon anders an. Oh ja, für mich schon. Schön? Wunderschön, eigentlich sogar. Wirklich wunderschön. Also für mich fühlt es sich wunderschön an. Manuela und Michi aus Graz haben den Polterabend gut verdaut. In 3 Tagen ist die Hochzeit. Die zukünftige Braut macht den letzten Check ihres Kleides. Ein Traum in Weiß ist es nicht geworden. Sie hat verschiedene anprobiert, in dem auch ein weißes, aber das ist sie überhaupt nicht. Also das ist zu brav für die Manu.
Aber jetzt dann haben wir lang gesucht. Wir waren auch in verschiedenen Brautgeschäften und dann haben wir das gesehen und das war es eigentlich. Oben haben wir jetzt, ist ein bisschen eng am Anfang, gell? Ja. Ein Hackerl, das wird das erste zugemacht. Ja. Bisschen zurechtrucken. Zunehmen darfst du jetzt nichts mehr, gell? Das sage ich da. Ich habe von Haus aus gesagt, wenn ich heirate, möchte ich gern entweder so ein violettes oder was so zyklam-pinkmäßig, nur kein weißes. Ja, und das ist es geworden, auf den ersten Blick. Schaut super aus. Einfach gerade ausschauen, sie schauen nachher auch nicht mehr runter. Ja. Es ist doch ein Bauchgefühl auch. Es sind ja Emotionen, die entstehen beim Brautkleid kaufen. Nicht so wie eine Jeans, die kauft man mal so nebenbei. Aber Brautkleid ist was Besonderes. Wenn Sie das Kleid aufheben, bitte packen Sie es ordentlich an, dass Sie einen Reifrock mit erwischen. Ja. Weil wenn der unten bleibt und Sie gehen die Stiege hoch, dann könnte es sein, dass Sie stolpern. Und okay, das wäre vielleicht nicht ganz ideal. Genau, einfach, so ist super. Es ist komplett nur Hosen. Karlen, also das Hochzeitskleid jetzt und im Sommer, dass sie Röcke anhat ab und zu, aber mehr Hosen. Also kein Kleidtyp. Das schulterfreie Kleid gibt den Blick frei auf das frisch gestochene Tattoo auf dem Arm. Den Schriftzug am Rücken haben außer ihr noch drei andere Personen. Exulo Diablo ist der Berchtenverein von der ganzen Gruppe. Also das sind nur vier oder fünf Personen, was den, also den die Aufschrift haben und alles, ja. Und immer die gleichen, was im gleichen Auto zusammenfahren, gemeinsam fahren. Die Braut ist eingekleidet. Jetzt muss nur noch der zukünftige Gatte in den richtigen Anzug gesteckt werden. Obwohl Ferdl schon einen Hochzeitsanzug zu Hause hat, will er nun doch noch einen anderen. Ja, mir gefällt die Hosen nicht. Der Anzug ist sehr schön, aber die Hosen gefällt mir nicht, wie sie fällt. Aber es ist seine Hochzeit, das muss ich ihm gefallen, ich muss eher damit laufen. Ja, der passt. Ja. Wird eingepackt. Ich bin mehr der, was glänzen tut mit den Anzügen. So wie vorher gesagt, man kauft den Züber, der hat auch glänzt. Und jetzt bleibt es auch mit dem Glänzen. I'm sexy and I know it. Er muss es also fallen, das ist das Wichtigste. Alles andere ist egal, gell? Er schaut halt aus wie Schlagerstar. Ja, ist so. Lass mal gleich mal singen dann. Der Schlagerstar ist drei Tage vor der geplanten Hochzeit noch immer seelenruhig. Ist auch keine große Kunst. Na, ich hab keinen Stress. Stress hat die Frau. Stress haben wir Frauen, ja. Also ich tue noch rein, jetzt noch einmal Fußballtraining, dann nach Hause und dann auf die Couch und dann schaue ich schon wieder Fußball. Und sie muss halt die Sachen erledigen. Der Anzugkauf ist für Ferdl in 5 Minuten erledigt. Ja. René hingegen hat noch was zu meckern. Aber Schuhe brauchst du echt andere. Du schaust wirklich aus wie dein Rekord mit. Nein, das ist okay. Zum anderen, zum Silbernen haben sie das dazu passt. Passt ja. Komplett. Ja, das ist ein neues Schuhe zu deiner Hochzeit kaufen. Nein, will er nicht. Ferdl will nur eines. Schnell raus aus dem Geschäft und ab auf die Couch. Ich glaube schon, dass er ziemlich nervös ist. Aber er überspielt das ja kein. Das ist sein Ort. Er kann das einfach relativ gut. Also, im Pferd noch nie weinen gesehen, zum Beispiel, oder sonst irgendwas. Also er kann das sehr gut überspielen, glaube ich. Manfred und Markus aus dem Burgenland haben den offiziellen Teil ihrer Hochzeit gut über die Bühne gebracht. Was fehlt, ist jetzt noch der erste Tanz des Paares. Doch Markus ziert sich. Ich will nicht. Ja, du musst nicht. Du kannst auch nicht. Ja, noch 5 Spritzen und 3 Bier und weiß ich nicht was, glaube ich schon. Aber jetzt im nüchternen Zustand ist er für sowas nicht zum Haben für gerade. Da muss er, glaube ich, 3 Promille haben, dass es dann noch weitergeht. Die Viers werden schwer. Also meine Füße werden schwer. Na schwer nicht, aber mit den Ferschen. Oh, ich komme mir vor, wenn ich 10 Kilogramm fordern hätte pro Fuß, die mich so nach unten zahlen. Irgendwie so, die wollen mich so durch den Boden Richtung Japan zahlen, durch die Erden durch. So viel, wirklich die Haxen. Weil ich da die Haxen eigentlich seit Montag wieder nur durch auf die Beine bin, von in der Früh bis am Abend. Der schönste Tag im Leben geht für die beiden langsam zu Ende.
Aber wir haben alles über die Bühne gekriegt. Wir haben alles geschafft. Ich finde es sehr schön. Es war trotzdem kein Stress.